Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Mauretanien auf der 100er Speed Event Map. Wir haben Tag Nummer 25 und wir stehen auf dem ersten Rang weiterhin mit jetzt 250 Siegpunkten. Und was ihr hier seht, das ist unsere Invasionsarmee für Irland, denn wir planen ja seit gestern eine Invasion, denn der Krieg für uns in Europa ist vorbei. Und auch generell ist der Krieg vorbei. Schweden hat Griechenland und Österreich besetzt und damit ist die Great Europe Koalition weg. Und wir haben hier alles vereint und es gehört alles uns. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Irland. Und die sind ja theoretisch mit Grönland verbündet, so mehr oder weniger. Aber natürlich ist klar, dass die ja keine Option haben, noch zu wachsen. Das heißt, wir werden sie auf jeden Fall besiegen. Ich weiß, Schweden hat da noch so ein paar Vorbehalte, aber deshalb werden das dann noch wir machen und nicht sie. Und wir werden die selbst besetzen und dann eben von der Karte nehmen. Und das wird aber ein bisschen schwerer, als ich dachte. Denn die haben sogar schon ein Eisenbahngeschütz inzwischen. Die 7. Railgun Division, die steht hier drüben in Irland. Damit auch noch drei Kreuzer und ziemlich viel auch Infanterie. Das heißt, wir müssen hier ziemlich präzise zuschlagen direkt. Und das werden wir gleich machen. Und zwar mit unseren Flugzeugen, unseren Bombern, werden wir dieses Eisenbahngeschütz angreifen und hoffentlich zerstören. Und ich denke, wir machen das einfach gleich mal jetzt. Denn meine Armee ist bereit. Ich denke nicht, dass wir mehr brauchen als das hier, aber ich muss eben meine Schiffe hinten behalten, bis dieses Eisenbahngeschütz zerstört ist. Und das heißt, wir werden dann gleich angreifen, sobald wir eben in der Reichweite sind und sobald wir dann hier dieses Eisenbahngeschütz ausgeschaltet haben. Das heißt, wir beginnen einfach mal den Angriff und fliegen hier Richtung dieser Provinz. Das dauert auch nicht lange, das dauert nur 15 Minuten. Und dann werden wir hier sehen, was passiert. Ich denke nicht, dass es direkt zerstört wird, auch mit zwei Bombern. Es wird ein bisschen länger dauern. Aber dank der sehr kurzen Zeit wird das nicht lange überleben. Das heißt, sie haben kaum Zeit, darauf zu reagieren. Und da sie auch keine Air Force haben, werden sie es nicht wirklich abwehren können. Und unsere Schiffe werden dann mal hier bombardieren, und zwar Exeter. Und unsere Einheiten werden wir einschiffen, sobald das hier okay ist. Denn sie haben ja, oder nee, fast in Reichweite. Haben sie es in Reichweite? Sie haben es in Reichweite. Oh, sehe ich gerade erst. Okay, müssen wir aufpassen. Sie werden uns bombardieren dann vermutlich gleich. Wir werden mal so ein bisschen zurückgehen dann doch eher, damit wir nicht direkt hier zerstört werden. Und aber sie werden nicht viel Schaden machen. Und sie sollten in den nächsten, ich denke, 30 Minuten auch besiegt sein durch die Angriffe. Und dann können wir hier fröhlich landen und weiter bombardieren mit unserer Marine. Genau, das ist der Stand hier in Irland. Der Krieg wird beginnen und hoffentlich dann spätestens morgen beendet sein. Ich denke, wir werden zuerst England einnehmen und dann eben Irland. Und dann sollte das fertig sein. Und sonst gibt es weiterhin unsere Grenze mit Angola. Da hat sich nicht viel getan. Wir bauen weiterhin viele, viele Eisenbahnen. Könnt ihr hier sehen, viele Railways wurden gebaut, auch viele Fabriken noch. Wir haben fast überall jetzt eine Eisenbahn. Unser Land wird immer besser versorgt. Nur noch einzelne wenige Provinzen fehlen. Wie hier zum Beispiel, sehe ich gerade. Und bald sind wir hier fertig. Es fehlt noch ein bisschen was hier. Und dann haben wir hier ein durchgängiges Netz an Eisenbahnen, zumindest in Afrika. Und Europa wird auch noch versorgt werden, aber das ist aktuell nicht so wichtig. Und dann sollten wir in der Lage sein, auch ich denke in so vielleicht 3 Tagen spätestens Angola angreifen zu können. Denn ich muss das bald machen, denn es gibt eine sehr, sehr große Bedrohung aus dem Westen, nämlich Peru. Die sind ja hier schon sehr groß. Ne? Sie besitzen hier Argentinien, Chile, Uruguay, Peru selbst, den größten Teil vom Norden hier, Brasilien. Sie haben hier viel Stärke, aber sie haben auch noch die USA angegriffen. Sie haben hier die Südstaaten ziemlich schnell ausgeschaltet und das auch mit sehr, sehr wenigen Verlusten. Das heißt, Peru wird wirklich sehr stark und sie werden dann auch auf jeden Fall die Vereinigten Lateinamerikanischen Nationen besiegen können, wenn das so weitergeht. Und ja, das ist eine große Gefahr. Also Peru ist sehr, sehr stark und sie gehen auf jeden Fall auf Solo-Sieg, weil sie sich niemandem anschließen. Ich denke, Peru wird auf jeden Fall versuchen, hier die Runde Solo zu gewinnen. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall für Peru bereit sein. Das heißt auch, dass wir eben uns nicht so lange hier mit der Koalition beschäftigen können. Wir müssen die schnell besiegen, schnell hier alles vereinigen, bevor Peru erstens hier landet oder zweitens uns angreift oder zu stark wird. Das heißt, wir müssen eben immer versuchen, weiter zu wachsen, weiter größer zu sein als Peru, weil sie eben dann doch, sehr viele Provinzen bekommen haben. Jetzt über die Nacht, das sind jetzt hier 80 Provinzen schon, nur noch 2 weniger als Schweden, die ja auch schnell gewachsen sind. Und von daher, ja, wir müssen jetzt dringend, dringend hier weiter wachsen und dann vermutlich auch Peru angreifen, weil sie werden jetzt so groß, dass sie bald ja eine ganze Koalition sind. Wir müssen aufpassen auf jeden Fall. Sie werden den Rest hier einnehmen können. Das ist alles sehr gefährlich. Wir sind bereits hier und schauen so ein bisschen uns um mit dem U-Boot.
Ich sehe gerade, hier kommt eine amerikanische Armee. Das könnte sogar was Stärkeres sein. Das wäre natürlich ganz spannend, wenn die jetzt hier landen und dann auch Schaden anrichten. Mal schauen, was da passieren wird. Aber ja, wir müssen dringend uns vorbereiten auf einen Krieg mit Peru. Und deshalb baue ich auch weiter U-Boote. Eins ist hier auch. Ich baue auch weiter Schlachtschiffe. Wir bauen auch Kreuzer. Also wir bauen unsere Marine deutlich aus, denn wir werden das brauchen. Ich baue auch neue Fabriken hier, die dann später zu Häfen werden können, damit ich dann dort auch weitere Schiffe bauen kann. Wir werden mehr Flugzeuge brauchen. Wir müssen eben quasi einfach Peru irgendwie in Schach halten können. Und ich denke, dieser kleine Brückenkopf hier oben, der wird immer wichtiger, denn da haben wir einen Zugriff auf den Kontinent und da könnten wir auch unsere Truppen hinschicken, wenn wir denn müssten. Das heißt, ja, mein größtes Ziel wird auf jeden Fall sein, diese Koalition auszuschalten in den nächsten 3 Tagen. Das wird dann nochmal vermutlich 2 bis 3 Tage dauern. Aber dann will ich bereit sein, unbedingt gegen Peru, weil die werden bis dahin dann vermutlich schon hier alles besetzen. Und dann müssen wir auf jeden Fall dagegen bereit sein. Sie haben auch ihre Sichtlinie gebaut. Die wissen, was sie tun. Als Reaktion auf meine stehen sie alle jetzt hier direkt bei meinen Einheiten. Das ist schon sehr offensichtlich. Das heißt, sie wissen auch durchaus Bescheid, dass ich da bin, was sie auch sollten. Noch sind sie nicht stärker als wir und noch haben sie auch viele Kriege geführt, was zu Verlusten führt. Aber sie werden auf jeden Fall sehr stark werden, vor allem weil sie auch eine sehr, sehr gute Produktion hier drüben haben. Ich werde da dann demnächst mal so ein bisschen mit arbeiten und versuchen, da Spione hinzuschicken, weil ich denke, es ist klar, dass wir beide Feinde werden. Da müssen wir uns nicht verstecken vor. Und oh, ich sehe gerade, hier ist eine kleine Schlachtschiffflotte hier. Die ist relativ beschädigt. Aber das schicken die Amerikaner. Ah ja. Schlachtschiff, das halb beschädigt ist und ein paar Infanterieeinheiten. Okay. Ich bin gespannt, was die hier machen werden. Landen können sie nicht wirklich damit, aber zumindest Schaden anrichten, sure. Obwohl hier nicht wirklich viel Wichtiges ist. Mal schauen, was da passiert. Spannend, dass sie nicht hier oben helfen würden. Ich nehme mal an, Peru hat einiges an Truppen. Wir müssen dringend mal hier Spionen hinschicken. Das machen wir gleich mal jetzt am besten sofort. Wir werden mal in Lima spionieren. Wir werden hier mal Militärsabotage betreiben. Und uns dann. Ups, das wollte ich gar nicht. Haben wir kein Geld mehr? Achso, wir haben kein Geld mehr. Okay, never mind. Wir haben keine Finanzen mehr. Werden wir mal so ein bisschen sabotieren und schauen, was da ist. Einfach mal aus Interesse. Ich denke nicht, dass sie direkt dort schon Abwehrspione haben. Wir sollten auch mal welche in unsere Provinzen packen. Ich bin aktuell noch dabei, übrigens auch Angola zu spionieren. Denn ich würde da gerne mal so ein bisschen auch Schaden anrichten und schauen, was die haben. Und ja, wir sehen einiges. Wir haben alle ihre Provinzen aufgedeckt. Sie bauen schwere Panzer, sie bauen Fabriken, Schlachtschiffe, okay. Haben wir irgendwelchen Schaden angerichtet? Wir haben Infanterierekrutierung gestoppt. Das ist nicht so extrem wichtig. Wir sehen ihre ganzen Ressourcen. Und sie haben alles. Also denen geht's gut. Sie kaufen Holz, was Sinn macht. Und wir canceln mal wieder ihre Rekrutierung. Wir beschädigen ihre Festungen. Sie werden mal bald unsere Spione auch finden dann. Also wenn sie weiter Schaden anrichten. Also ich denke nicht, dass das ewig gut geht. Und weitere Reports haben wir jetzt keine so wichtigen. Wir machen immer wieder ein bisschen Schaden, das ist gut. Genau, also ja, wir müssen halt, wie gesagt, hier irgendwas tun. Und ich denke, dass wir nicht in allzu langer Ferne bereit sein werden, hier anzugreifen, wenn dann die Truppen aus Irland auch frei sind. Weil dann werden wir uns hier komplett zurückziehen und Schweden das alles übernehmen lassen. Und dann werden wir alle Kräfte nach Süden schicken, also wie gesagt, in 2 bis 3 Tagen. Und dann können wir, denke ich, einen großen Krieg gegen Angola losschlagen. Und dann muss eben das Ziel sein, so schnell wie möglich hier durchzubrechen. Ich sehe gerade, sie haben Bomber und auch Jagdflugzeuge. Das ist neu. Okay, da müssen wir auch jetzt mit umgehen. Sie werden auf jeden Fall sehr schnell produzieren können. Sie sind nicht klein. Das heißt, wir müssen jetzt dringend weitere Jagdflugzeuge bauen. Ich baue aktuell primär Artillerie. Wir bauen hier ein EBG. Wir bauen ein Schlachtschiff. Und wir bauen hier oben noch weitere Arti, weil wir viel verloren hatten. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend ein paar Flugzeuge. Die würde ich am liebsten bauen hier oben, ne? Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Hier haben wir auch bereits einen Flughafen. Dann bauen wir hier mal die Fabrik aus mit neuem Holz, das wir bekommen können, indem wir Getreide verkaufen. Und dann hätte ich gerne etwas mehr Produktionskapazität hier oben, weil die Flugzeuge, die können einfach rüberfliegen. Das ist ja kein langer Anmarschweg. Dann können wir hier oben unsere Flugzeugfabriken haben. Und dann können wir eben immer hier schnell die Flugzeuge produzieren. Die können runterfliegen, sind hier oben sicher. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Dann bauen wir hier mal die Fabrik aus. Ich habe das Holz vergessen. Und dann bauen wir
unten weiterhin Artillerie. Denn ich denke, die wird wichtig sein, weil die Truppen hier unten eine sehr gute Festungslinie haben. Angola hat da gut investiert, eine mehrstufige Verteidigungslinie. Wir sehen gerade nur, was hier ist, weil wir die Spione haben. Das ist alles Level 2 und mehr, bis auf das hier. Das heißt, da müssen wir viel bombardieren, um da durchzukommen. Und das sollten wir auf jeden Fall machen mit unserer Artillerie. Und dann eben auch unsere Marine hier hinschicken. Aber wir wissen ja auch, dass sie welche haben werden. Also so ein bisschen Vorsicht ist geboten. Und was Namibia hat, wissen wir auch nicht. Die sind auch sehr groß. Ich glaube, ist Mosambik inzwischen dabei? Mosambik ist immer noch nicht dabei. Okay. Die sind nicht alliiert. Spannend. Aber ja, Namibia hat auch eine ganz gute Produktion. Viel Infrastruktur. Ist nicht groß, aber hat einiges. Rhodesien hat auch ein paar Fabriken. Also ja, so ein bisschen Gefahr ist da. Dafür ist der Sudan sehr schwach. Die haben zwar Fabriken, also Festungen, aber auch Fabriken, aber machen nicht viel. Ich denke, das sollte hoffentlich Ägypten alleine hinkriegen. Hoffentlich. Und ich sehe gerade, oh, Persien wurde besiegt. Hejaz hat es geschafft. Wir haben ja Hejaz angeschrieben und auch eingeladen. Also sie wollten ja beitreten und wir haben dann erklärt, ja, ich denke, es ist eine gute Idee, wenn sie erstmal eben sich hier Persien sichern und dann gemeinsam mit Schweden vielleicht die Türkei oder auch dann gemeinsam Russland angreifen. Denn Russland ist groß geworden. Russland hat tatsächlich Archangelsk betrogen. Die waren ja alliiert zusammen und Archangelsk wollte auch, dass Russland beitritt mit ihnen gemeinsam in unserer Koalition. Sie meinten, dass sie gerne beitreten würden, aber nur wenn das Russland hier beitreten kann. Und jetzt hat einfach Russland mal kurz einen Prozess mit ihnen gemacht. Das finde ich wirklich extrem spannend und zeigt, dass wir da auf jeden Fall nicht vertrauen können. Und deshalb ist der Plan aktuell auch von der Ukraine, nicht von der Ukraine, von Schweden, hier Russland anzugreifen. Denn das wird ja nicht gut gehen lange und Russland wird immer größer. Sie haben inzwischen viele Provinzen. Nicht zu viele, sind sehr groß, aber trotzdem, sie haben insgesamt schon 32 Provinzen. Das heißt, bevor die irgendwie in der Lage sind, hier noch größer zu werden, wird Schweden dort angreifen, sobald der Krieg mit Irland vorbei ist. Und das wird vermutlich der Fall sein, spätestens morgen, weil Schweden wird keine Truppen schicken. Sie werden nur bombardieren und dann werden sie morgen... sie werden hier angegriffen. Das ist nicht gut. Sie werden hier vermutlich einen Kreuzer verlieren bald, das ist nicht ideal. Sie werden dann vermutlich morgen alles rüberschicken, hier ihre Infrastruktur ausbauen und dann vielleicht morgen Abend angreifen, das ist der aktuelle Plan. Und ich denke, das sollte dann auch gut gehen. Wir werden unsere Flugzeuge hier behalten als Hilfe für den Fall, aber ich denke, sie kriegen das hin. Schweden ist deutlich größer, ihre Moral ist inzwischen auch sehr gut. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwelche Schwierigkeiten haben werden. Sie sollten das hinkriegen mit ihrer Armee. Sie haben ja auch viele Truppen inzwischen, was haben sie alles? Sie haben 500.000 Truppen, das ist einiges. Das sollte klappen, denke ich. Und genau, dann können wir uns voll und ganz auf Angola konzentrieren mit unseren Armeen hier, die alle hinschicken. Unser Militär wird immer größer auch. Wir sehen hier, wir haben 820.000 Einheiten, das ist viel. Wir produzieren sehr viel pro Tag, wir haben auch viele aktive Kasernen, wir könnten auch deutlich mehr haben. Unsere Produktion ist super. Und von daher, ich denke, wir haben da eine gute Chance. Und Peru eben, ja, müssen wir schauen. Das werden wir auf später vertagen. Das könnte der große finale Kampf werden gegen Peru oder gegen die Koalition aus Asien. Mal schauen, es gibt ja einige große Koalitionen. Aber ich denke, Peru ist mit Abstand der unheimlichste Gegner. Gerade jetzt, da die Amerikaner besiegt wurden, ist, denke ich, Peru weiterhin die größte Gefahr. Obwohl natürlich noch die föderierten Staaten existieren. Und die sind sehr stark. Die könnten, denke ich, durchaus was gegen Peru machen. Mal schauen, was da passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Also das wird nochmal, denke ich, spannender, vor allem weil ja auch noch Ontario existiert und Kanada. Also da sind noch drei Nationen aktiv. Die USA sind auch noch nicht besiegt und die Südstaaten auch noch nicht. Also da wird noch viel, denke ich, passieren. Da werden noch viele Kämpfe geführt werden. Und das ist für uns insofern gut, weil es Peru ablenkt und ein bisschen Truppen kostet. Aber natürlich trotzdem, sie werden das meiste hier einnehmen, denke ich. Ich glaube nicht, dass Peru verlieren wird. Von daher, ja, mal schauen. Gut, also, das war es von heute und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.